Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bibo, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einer neuen Lotus-Folge. Eine neue Karte ist erschienen, ja, die sind rar gesät, deswegen gucken wir uns heute mal die Karte Stuttgart an. Ist eine reale Karte, die gerade gebaut wird von BTW Martin und einem Bob Junior 9999, der hier als Objektbauer mit integriert ist. Der BTW Martin, den kennen wir schon, ist nicht seine erste Map, seine zweite insgesamt ist es jetzt. Und zwar hat er die erste Busmap hier für den Lotus-Simulator erstellt. Schade, dass es da jetzt wohl irgendwie zu Ende ist. Ich hoffe, dass es vielleicht nur pausiert ist. Die Karte hat natürlich noch ein bisschen, könnte man noch ein bisschen mehr draus machen. Aber nichtsdestotrotz ist die Karte jetzt erschienen. Die wollen wir uns, wie gesagt, heute mal angucken. Das Ganze mit dem B80D Stahl, ne, aus dem Düsseldorf DLC. Großartiges Fahrzeug, mal hier nochmal an der Stelle. Und ja, ihr seht schon, hier auf der linken Seite von uns Fahrerplatz hier gehen eine Leere, rechts natürlich bebaut. Und sonst haben wir halt viele Lücken. KI-Fahrzeuge fahren hier schon. Da hinten ist auch noch mal ein bisschen was bebaut. Ich würde einfach sagen, dass wir uns hier wirklich mal das Ganze mal ganz genau angucken. Witzig fand ich hier auf jeden Fall schon mal, wie man den Bahnhochsteig hier gebaut hat. Einfach eine Mauer genommen, die ein bisschen höher gesetzt oder ein bisschen niedriger in die Erde so rein. Drüber nochmal ein Spline nennen oder dazwischen gelegt und schon hast du einen Bahnhochsteig, weil es ja so an sich noch keine Objekte dafür so gibt. Man muss dazu nämlich sagen, man greift hier wirklich nur auf Standard-Content von Lotus zu oder man nimmt eigenen Content, den man hier bastelt, lädt man den automatisch gleich mit runter. Denn es werden keine Zusatz-Downloads benötigt. Also das ist ja mal wieder eine schöne Hausnummer. Ja, finde ich sehr, sehr benutzerfreundlich. Ich hoffe, dass man das Ganze dann auch so beibehalten kann. Obwohl ich es mir ein bisschen schwierig finde, dass man das Ganze dann dementsprechend dann halt so realistisch wie möglich dann dementsprechend nachbauen kann. Aber wir lassen uns eines Besseren belehren. Der Hobby auf jeden Fall, der wird uns bestimmt hierzu einen riesen Text schreiben, was realistisch ist, was eher weniger realistisch ist, denn das ist ja seine Ecke. Alles, was existiert, kommt alles aus Stuttgart. Und von daher ist er natürlich unser Mann, der wirklich sagen kann, ja, das passt er nicht. Und von daher, wie gesagt, Kommentare diesen Seiten sind auf jeden Fall, werden wir bestimmte bekommen von unserem Hobby. Und ja. Ich glaube, ich habe soweit alles angesagt. Hier haben wir zum Beispiel mal so ein Objekt hier, Ende Mittelbahnsteig. Das sieht aus wie so ein Hilfspfeil. Von unten kannst du durchgucken, von oben nicht. Das ist auf jeden Fall ein Blenderfehler. Oder ist mit Absicht so gemacht? Das kann natürlich auch sein, aber auf jeden Fall ist es wahrscheinlich nur so eine Hilfsmarkierung, gehe ich mal stark davon aus. Das wird wohl nicht darstellen, weil da hinten haben wir es ja auch, ne? Ja, gut, dann rüsten wir mal auf unserem B80D Stahl und dann geht's los. So, ich will nicht, dass ich beobachtet werde. Ja, wundervoll. Warte, bin ich eigentlich Fenster aufmachen? Aha, so stecke ich hier drin. Nee, geht nicht. Sitzen wir jetzt in dem Mief? Naja, gut. Okay, dann werden wir mal hier. Wir werden mal den Stromabnehmer. So, wenn wir das hier machen, wir werden es mal, weil wir einen Hochsteig haben, auf der linken Seite öffnen und können die Türen hier schon mal öffnen. So, Spiegel anlegen, Spiegel, Außenbeleuchtung können wir schon mal anmachen. So, Fahrgastraumbeleuchtung brauchen wir jetzt aktuell nicht. Somit sind wir eigentlich hier schon fertig. Türschleife, Sicherheitsschleife, Indusi, Batterie aus und schleppen. Nee, das machen wir alles nicht. So, wir müssen auf jeden Fall ganz rüber hier auf das ganz rechte Gleis. Die erste Weiche ist gestellt, die zweite nämlich nicht. Das ist ein. So, na denn. Auf geht's. Auf der Karte. Stuttgart. Hat er schon wieder nicht gemacht. Die Weiche hat sich gerade nicht bewegt, deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen perplex.
So. Es befindet sich keine in Reichweite. Rostige Weiche gestellt. Müssen wir jetzt hier rechts fahren? Ja. Mann! Funktioniert die Weichenanimation scheinbar nicht. So, umstellen. 50 geht's hier lang. Das ist ja auch ein schöner Stau hier. Das ist echt ein bisschen hoch, oder? Die Bahnsteige hier. Sieht mir ja ein bisschen zu hoch aus. So, Türen auf. Gucken. Sind die Gleise hier also. Hier passt locker eine Doppeltraktion rein, so wie es hier ausschaut. War schon lang die Bahnsteige. Und mit 30 geht's weiter. Was sagt ihr, E-Rot? Oh. Ja, wir dürfen. Keine Vorankündigung. Oh, was ist denn hier los? Bisschen gewundert jetzt gerade mit 70. Türen auf. Ja, sonst können wir mal hier mal ein bisschen so uns die Karte hier mal angucken. Finden schönen Rasen haben sie genommen, schön einheitlich, hier überall Sandtexturen. Klar, Häuser hier aus Lotus Standard. Oh ja, das funktioniert auch super. Das kenne ich ja wie auf meiner Karte. Ah, einfach über Rot fahren. Läuft. Das läuft. So, na dann. So 70. Komm hier nicht mehr bis 70, wa? Leuten. Was steht hier dran? Vierspurig. Das ist niemals vierspurig. Pass mal, okay, nur zwei Autos daneben. Das ist vielleicht so eine Hilfsmarker, wo man dann weiß, okay, das muss da und dahin. Und das muss da und dahin. Cutting. Das Schöne ist, dass diese Laterne immer noch existiert hier. Die hat keine Ahnung, was da mit der Textur nicht hinhaut. Aber es war ja schon seit dem Release irgendwie, war die da gewesen. Und seitdem hatte ich auch dieses Problem halt, ne? Ja. Eine Haltemarke wäre schön. Fährt ihr jetzt bis da vorne hin?
Aber passt gut eigentlich, ne? Man hat halt hier immer diese Wölbung, also für Rollstuhlfahrer oder sowas, ne? Das ist eine Riesenhürde, da jetzt so mit Schmackis da so rüber zu fahren. So Kinderwagen geht ja noch in Ordnung, aber ne? Da kann die Mutti die Dinge anheben. Den Kinderwagen, dann passt das. Das habe ich noch nie gesehen. So, wir müssen nach links rum. Stoppschild. Ja, wie gesagt, sonst in Stuttgart mal kurz Urlaub gemacht, aber halt nie irgendwie an irgendeiner Stadtbahn gewohnt, ja, in der Nähe. Weißt du, dass wir einmal irgendwie Richtung den Fernsehturm oder sowas da gefahren sind, da in Stuttgart? Da war halt auch irgendwas, was mit Schienen war, ne? Das war auch irgendwie, weiß ich nicht. Also ich kann es jetzt persönlich jetzt natürlich jetzt nicht mehr wiedergeben, ne? Das ist halt schon echt viele Jahre her. Aber wäre ja mal schön, ne? Stuttgart gibt es ja so für Omsi noch nicht. Also wäre es hier auf jeden Fall mal ein Highlight, wenn es hier mal hier so eine Strecke gibt, ja, für den Lotus-Simulator. Busfahren kann man ja hier später zukünftig ja auch mal. Könnte man das bestimmt dann irgendwie integrieren, halt alles. Das wäre doch eigentlich schon echt gut. So, 50. Ich habe Grün oder Fahrt. Was ist hier los? Warum sind hier. Fehlt noch eine Schmalspurbahn oder ist es hier einfach nur ein Fehler? Oh, da sind Autos in der Luft. Großartig. Da oben. Parken Autos. Okay. Hier jetzt auch auf der Seite. Ach, hier ist auch schon zu Ende. Ach, das war's schon. Ein bisschen schade. Version 1.0. Ah ja. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir hier natürlich schwebende Autos. Also ist auf jeden Fall noch ein bisschen was, was auf jeden Fall noch gemacht werden müsste. Ne? So Streckentechnik. Also hier hinten geht es halt, ne? Aber es sind hier halt auch wirklich nur alles Einfamilienhäuser. Ich bin jetzt auch mit relativ wenig Abwechslung hier. Das mit dem Haus hier, das hat man schön platziert hier. Die Garagen, aber. Das ist ein bisschen eigenartig. Warum sind hier drei Gleise jetzt? Ah, guck mal, hier, die schweben hier auch in der Luft hier. Also gibt es hier auch. Ich glaube. Nee, doch, ist mit DM. Ist mit DM. Mittlerweile sind ja auch alle Karten Multiplayer tauglich. Ne? Man könnte ja jetzt mittlerweile alle Karten im Multiplayer fahren, jetzt, wenn man die ganze jetzt so umwandelt. Die Brücke hängt ja auch ein bisschen gefühlt durch. Oh. Ah ja. Warum ist hier ein Busch? Warum ist hier so eine Ecke hier auf der Brücke? Ach, Mensch. Ach so, er macht hier gerade einen allgemeinen Kauderwelsch jetzt hier. Alles klar. Sonst haben wir ja hier hinten, das war ja gesperrt, genau. Hier diese Lichtzeichenanlagen, die sagen mir gar nichts. Ich glaube,
Also ich würde jetzt fast behaupten, dass es Düsseldorf-Content ist. Ich gucke gerade mal nach. Aber Düsseldorf wird hier gar nicht erwähnt. Ah, doch, warte mal. Benötigt wird nur das Düsseldorf-Addon. Ah, ansonsten sind die Objekte hausgemacht. Wichtig ist noch zu beachten, dass die Karte mit Kategorie 3 gespielt werden muss. Momentan gibt es noch Probleme, sodass die Brücken bei manchen nicht angezeigt werden. Ja, doch, angezeigt werden sie. Aber wie gesagt, ja, so halt, ne? Ich lese auch gerade, BTW Martin, Mapbauer, hat einen Discord-Server. Packe euch am besten die Seite vom Workshop hier in die Kommentare. Und Teddy, Bob und Hobby sind Objektbauer. Unser Hobby mit dabei als Objektbauer. Und das ist jetzt hier gewesen, die U14 von Mühlhausen nach Freibergstraße. Fisch Stuttgart, Flusstexturen und Brückensplein ist mit enthalten. So steht es aktuell drinne und ist erschienen am 2. Juli 2020, Beta-Version. Und es ist übrigens nicht Stuttgart, sondern es ist die U-Bahn Stuttgart. So, jetzt haben wir hier die ganzen Details jetzt nochmal abgeklärt hier. Das hat man jetzt gemacht, damit man nicht durchgucken kann, ne? Ich steige davon aus. Aber statt sowas, würde ich persönlich einfach nur diese Backgrounds einfach nehmen. Spart nochmal ein bisschen Performance. Ja, kleine feine Karte. Viel zu sehen ist natürlich nicht. Was mir jetzt auch ein bisschen, ja, ein bisschen sauer aufstößt vielleicht. Ich meine, jetzt endet das hier. Das ist ja okay, dass es jetzt hier einfach endet. Ach doch, nee, hat er gemacht. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Ich nehme alles zurück. Man kann sagen, wenn es so eine Art Baustelle ist oder sowas, dann müsste man so ein Weichenmodul da reinsetzen, dass man dann halt dann wieder praktisch auf die andere, also aufs andere Gleis wieder zurückfahren kann. Hat er gemacht. So. So. Setzen wir uns mal da hinten. So. Furchtbares Geräusch. Jetzt. Irgendwie habe ich ihn hinten nicht komplett abgerüstet. Kann das sein? Jetzt wollte ich elegant jetzt hier. Genau, jetzt haben wir hier. Irgendwas muss ich vergessen haben. So, Außenbeleuchtung ein. Nö. Irgendwie kriege ich den nicht umgedreht. Müsste ich mir mal ein bisschen genauer damit nochmal auseinandersetzen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eigenartig. Katsching. Aus. Nee. Da funktioniert leider nichts. Weil irgendwas ist hier vorne noch eingestellt. Achso, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich den hier falsch drin? Kann das sein? Ach, gib mir euch Schlüssel. So. So wird ein Schuh draus, oder? So. An.
Der Schalter in der falschen Stellung gewesen. Alles gut. So. Was ist blockiert? Achso, ja. Geht's nur so rüber? Ja, also könnt ihr denn mit dem Zweirichtfahrzeug einfach hin und her fahren. Das funktioniert. Ja, das muss ich jetzt mal testen. Ich glaube, ich habe hier nie die Seiten getauscht hier mit dem Fahrzeug. Ach Mann, jetzt funktioniert das Ganze mit VR auch wieder nicht mehr, weil das meine VR-Brille kaputt ist. Jetzt kann ich die VR-Videos nicht aufnehmen. Ich habe jetzt aber überlegt, jetzt, dass ich das Ganze jetzt auch nochmal einschicke, jetzt mal zu Oculus. Mal gucken, vielleicht ist die Reparatur ja günstiger als eine neue Brille. Mal schauen. Aber ihr seht, die Karte funktioniert. Man kann sich fahren. Wie gesagt, wie jetzt wirklich realistisch sie ist, da kann ich mir jetzt natürlich hier kein Wort bilden. So an sich sind noch relativ viele kahle Stellen, aber für den Anfang, doch kann sich das doch schon sehen lassen, hat man hier schon eine relativ lange Fahrzeit. Somit, ja, war es von meiner Seite gewesen mit einer weiteren Folge Lotus hier auf dem Kanal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da. Und sonst, falls euch was aufgefallen sein sollte, was mir persönlich entgangen ist, dann, wie gesagt, ebenfalls in die Kommentare damit. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!